Russisch lernen mit Russland-Journal. Добрый день, я Анастасия. Привет, я Крис. И это урок 64. 64. 64. Ja, und unser Datumbeispiel heute ist 24. Октября. Am 24. Oktober. 24. Октября. Ja, und unser Fragebeispiel zum Datum. Ты знаешь, какая погода будет 24. Октября? Weißt du, wie das Wetter am 24. Oktober sein wird? Говорят, что будет холодно, но солнечно. Хорошо. Говорят, что будет холодно, но солнечно. Also was sagt man? Man sagt, dass es kalt, aber sonnig wird. Ja. Heute haben wir wieder einen Dialog auf Russisch für euch. Und zwar haben wir sehr viel Feedback bekommen, nachdem wir die letzten Dialoge abgespielt haben. Und viele von euch haben gesagt, dass ihr gerne Dialoge in Originalgeschwindigkeit hören wollt. Und jetzt haben wir ein paar aufgenommen und wir machen das so, wir hören erst den Dialog komplett, versucht das zu verstehen, was ihr verstehen könnt. Es gibt einige neue Wörter in diesem Dialog, aber trotzdem. Dann gehen wir den Dialog Satz für Satz durch und Übungen zu einzelnen Vokabeln und Konstruktionen machen wir dann im nächsten Podcast. So, seid ihr bereit? Jetzt geht es los. Скоро я лечу в Сочи. Вчера я получила визу и сразу купила билеты. К сожалению, прямого рейса не было. Я лечу транзитом через Москву. Здорово. И надолго? На неделю. Я первый раз лечу одна и немного волнуюсь. Не волнуйся. Все будет хорошо. Главное, не забудь паспорт с визой, билеты и деньги. И не опоздай на самолет. Ты знаешь, когда заканчивается регистрация? Да, регистрация начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Я хочу приехать в аэропорт пораньше, чтобы получить хорошее место. Я люблю сидеть у окна. Желаю хорошо отдохнуть. Когда вернешься, обязательно позвони. Ja, das war der Dialog. Was hast du verstanden, Chris? Die zwei Frauen unterhalten sich miteinander. Die eine möchte nach Sotschi fliegen und die andere sagt ihr, sie soll bestimmte Sachen nicht vergessen, zum Beispiel Passport, Billett. Und dann geht das noch darum, dass sie sich registrieren lassen soll und am Ende wünscht sie ihr noch etwas. Ja, das war schon mal gar nicht schlecht. Das stimmt auf jeden Fall. Die fliegt nach Sotschi und soll ihr Ticket und so weiter nicht vergessen. Aber jetzt machen wir das Satz für Satz. Und jetzt hören wir uns den ersten Satz nochmal an. Скоро я лечу в Сочи. Вчера я получила визу и сразу купила билеты. К сожалению, прямого рейса не было. Я лечу транзитом через Москву. Ja, eigentlich waren das 4 Sätze. Also es geht los mit Скоро я лечу в Сочи. Das verstehen wir. Ja, скоро ist bald, also bald fliege ich nach Сочи. Richtig. Вчера я получила визу и сразу купила билеты. Получить heißt bekommen oder erhalten. Und получить ist das Paar von dem Verb получать. Получать ist unvollendet und получить ist vollendet. Und das Verb получать, bekommen, kennen wir schon. Weißt du noch, wie wir gesagt haben, Frauen bekommen viele Blumen? Ja, das hatten wir zum Frauentag und das war женщины получают много цветов. Да, женщины получают много цветов. Lektion 43 war das. Получать. Und in diesem Dialog haben wir получить. Und was wissen wir über vollendete Verben? Die kommen nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja, und heute nehmen wir wieder die Vergangenheitsform, weil das jetzt im Dialog so vorkommt. Sie hat bekommen heißt она получила. Она получила. Wie sagst du, er hat bekommen? Он получил. Да, он получил. Und im Plural würde das heißen? Мы, вы, они получили. Получили. Да. Und получить что? Also получить und danach kommt ein Substantiv im Akkusativ. Und hier haben wir получить визу. Und was meinst du, was bekommt sie dann? Na, Visum. Ja. Visa hört auf A auf, wird im Akkusativ zu U.
получить визу. Вчера я получила визу, sagt sie. Сразу heißt sofort oder gleich. Сразу. Сразу. Sie sagt, я получила визу и сразу купила билеты. Also was hat sie gleich gemacht? Купила билеты. Gleich danach hat sie die Tickets gekauft. Richtig. Wie sagst du jetzt, sie hat das Visum bekommen und gleich Tickets gekauft? Она получила визу и сразу купила билеты. Да. Она получила визу и сразу купила билеты. Und dann sagt sie, к сожалению, прямого рейса не было. Я лечу транзитом через Москву. К сожалению heißt leider. Leider. Рейс heißt Flug im Sinne von Linienflug. Рейс. Рейс. Прямой рейс ist ein direkter Flug oder ein Direktflug. Und das Wort прямой erinnert uns an? An прямо, für geradeaus. Ja, also das ist quasi ein Flug, der geradeaus geht oder ohne Umsteigen heißt es hier. Wenn man fragen möchte, ob es einen direkten Flug von einer Stadt zu einer anderen gibt, dann kann man einfach sagen, есть прямой рейс Берлин-Москва. Gibt es einen Direktflug Berlin-Moskau? Ja, also wir verwenden einfach dieses Verb есть. Wie sagst du, gibt es einen Direktflug Düsseldorf-Petersburg? Есть прямой рейс Düsseldorf-Peterburg. Да, есть прямой рейс Düsseldorf-Peterburg. Und nach dem Wort нет, ja, also bei in der Konstruktion es gibt nicht, wissen wir, dass die Substantive in welchem Fall stehen? Im Genitiv. Ja, und рейс hat welches Geschlecht? Männlich. Ja, das heißt, im Genitiv bekommt es welche Endung? A. Wie sagst du, es gibt keinen Flug? Нет рейса. Da, нет рейса. Und hier haben wir нет прямого рейса. Es gibt keinen Direktflug. Ja, und bei прямого haben wir die Endung OGO wieder, die wir ständig beim Datum auch üben. 4. Oktober hatten wir heute. Und das ist ein Adjektiv im Genitiv. Нет прямого рейса. Man kann auch sagen, к сожалению, прямого рейса нет. Und hier haben wir нет am Ende. Also wenn ich an der Kasse frage, есть прямой рейс, könnten Sie mir antworten, к сожалению, прямого рейса нет. Leider gibt es keinen Direktflug. Ja, also es ist egal, ob нет vorne oder hinten steht, Genitiv brauchen wir trotzdem. Wenn wir über einen Flug reden, den es jetzt nicht gibt. Und im Dialog sagt sie, прямого рейса не было. Das heißt, es gab keinen Direktflug. Было ist damit O am Ende. Прямого рейса не было. Und dann sagt sie, я лечу транзитом через Москву. Was meinst du, was könnte transitam через Москву bedeuten? Es hört sich an wie ein Transitflug über Moskau, also mit Zwischenstationen in Moskau. Ja, ist richtig. Also, я лечу транзитом через Москву heißt, ich fliege per Transit über Moskau. Через, nach через stehen wieder Substantive oder Städte in unserem Fall auch im Akkusativ. Deswegen hat Москва auch die Endung U am Ende. Wie sagst du, sie fliegt per Transit über Moskau? Она летит транзитом через Москву. Да, она летит транзитом через Москву. Und sag mal, wir fliegen per Transit über Berlin. Мы летим транзитом через Berlin. Richtig. Berlin bleibt Berlin, verändert die Form im Akkusativ nicht. Мы летим транзитом через Berlin. Dieses транзитом kann man auch weglassen. Ich könnte zum Beispiel fragen, вы летите в Москву через Вену? Fliegt ihr nach Moskau über Wien? Ja, und du sagst, ja, wir fliegen über Wien. Да, мы летим через Вену.
Да, мы летим через Вену. Bei Вену ist Е vorne. Мы летим через Вену. So, und jetzt hören wir kurz weiter. Здорово и надолго. Die Frau sagt, здорово и надолго. Und dieses Wort здорово ist hier sehr schön betont. Здорово heißt super, klasse oder prima. Nur die Betonung ist wichtig auf der ersten Silbe. Здорово. Здорово. Ja, man kann zum Beispiel sagen, вот здорово. Das würde bedeuten, ja, das ist ja super oder das ist ja klasse. Вот здорово. Да, вот здорово. Dann fragt sie, и надолго. Надолго heißt für lange. Wir kennen das Wort долго. Das heißt lange. Ja, und dann kleben wir na vorne dran und dann haben wir надолго. Also надолго, и надолго und für lange. Und im Endeffekt sagt sie, also super und für lange. Und jetzt geht's weiter. На неделю. Я первый раз лечу одна и немного волнуюсь. Und die Antwort auf die Frage «И надолго?» lautet hier «на неделю». Also hier haben wir wieder diese Präposition «на», die ja am «надолго» vorne dran klebt, aber bei «на неделю» ist es wirklich eine Präposition. «Неделя» hieß «Woche». Ja, und «на неделю» heißt «für eine Woche». Für eine Woche, also неделя im Akkusativ bekommt hier die Endung ju. Und dann sagt sie, я первый раз лечу одна и немного волнуюсь. Первый раз? Zum ersten Mal. Я первый раз лечу одна. Одна heißt alleine, und zwar, wenn eine Frau gemeint ist. Adna erinnert uns an welches Wort? Adin. Adin, ja. Und Adin ist die männliche Form. Das ist eine Besonderheit im Russischen, dass die Zahl Adin, Adna, sich an das Geschlecht anpasst. Anna. Also ich würde dann sagen, ja, lechu Adin. Das ist richtig. Du würdest als Mann sagen, ja, lechu Adin. Eine Frau sagt, ja, lechu Adna. Und die Frage könnte lauten, skim? Anna летит в Сочи. Mit wem fliegt sie nach Sochi? Und du sagst, sie fliegt alleine. Anna летит одна. Da, Anna летит одна. Und dann sagt sie, и немного волнуюсь. Немного? Много heißt viel, немного wenig. Ja, ein wenig. Und волнуюсь kommt vom Verb волноваться. Волноваться. Ja, волноваться heißt sich Sorgen machen oder aufgeregt sein. Und das Besondere an solchen Verben wie волноваться ist das Suffix ова. Bei der Konjugation wird daraus ein у. Also wir haben волноваться und ich mache mir Sorgen oder ich bin aufgeregt, würde heißen я волнуюсь. Я волнуюсь. Du machst dir Sorgen oder bist aufgeregt, heißt ты волнуешься. Ты волнуешься. Dann haben wir он, она волнуется. Он, она волнуется. Мы волнуемся. Мы волнуемся. Вы волнуетесь. Вы волнуетесь. Они волнуются. Они волнуются. Ja, und hier haben wir eben diese Endung S, ja. Das ist bei reflexiven Verben der Fall. Davon hatten wir auch schon ein paar Mal welche gehabt. Und das ist das, was man im Deutschen über sich ausdrückt. Sie macht sich Sorgen. Das steckt im Russischen in diese Endung ся. Also, она первый раз летит одна и поэтому волнуется. Sie fliegt zum ersten Mal alleine und ist deswegen aufgeregt. Richtig. Wie fragst du, bist du aufgeregt? Ты волнуешься. Ты волнуешься? Du sagst, nein, ich bin gar nicht aufgeregt. Нет, я совсем не волнуюсь. Нет, я совсем не волнуюсь. Und sag mal, seid ihr aufgeregt?
Вы волнуетесь? Вы волнуетесь? Да, мы немного волнуемся. Ja, wir sind ein wenig aufgeregt. Oder они первый раз летят в Россию и немного волнуются. Sie fliegen zum ersten Mal nach Russland und sind etwas aufgeregt. Ja. Und dann geht es gleich mit diesem Verb weiter. Не волнуйся. Все будет хорошо. Главное, не забудь паспорт с визой, билеты и деньги. И не опоздай на самолет. Ты знаешь, когда заканчивается регистрация? Und als erstes hören wir hier «Не волнуйся». Все будет хорошо. «Не волнуйся» heißt «Mach dir keine Sorgen». «Не волнуйся». «Не волнуйся». Ja. «Все будет хорошо» das ist verständlich, was heißt das? Alles wird in Ordnung sein. Alles wird gut, ja. «Не волнуйся», «Все будет хорошо». Also «Mach dir keine Sorgen», «Alles wird gut». Dann kommt «главное». «Главное» heißt «das Wichtigste», «die Hauptsache» oder ins Deutsche übersetzt man das oft mit «vor allem». «Главное» – «не забудь паспорт с визой, билеты и деньги». Vor allem vergiss nicht den Passport mit dem Visum, Tickets und Geld. Richtig. Und dann «и не опоздай». На самолет. Не опоздай heißt komme nicht zu spät. Das ist wieder imperativ und kommt von dem Verb опоздать. Опоздать heißt zu spät kommen, sich verspäten oder ein Transportmittel verpassen, weil man zu spät gekommen ist. Und wenn wir ein Transportmittel verpassen, dann brauchen wir die Präposition на. Опоздать на самолет. In diesem Fall Samolyot ist ein Flugzeug. Не опоздай на самолёт, also verpasse das Flugzeug nicht. Und dann kommt die Frage: Ты знаешь, когда заканчивается регистрация? Ah, hier war das mit der Registrierung. Richtig. Registrация kann auch Registrierung oder Anmeldung heißen, aber in diesem Fall heißt es Check-in Registrация. Und die Frage, когда заканчивается регистрация, заканчиваться heißt enden oder zu Ende sein. Also, was möchte sie wissen? Sie möchte wissen, ob sie weiß, wann der Check-in endet. Richtig. Ты знаешь, когда заканчивается регистрация? Und ja, sie weiß es. Да, регистрация начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Я хочу приехать в аэропорт пораньше, чтобы получить хорошее место. Я люблю сидеть у окна. Also, да, регистрация начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Also, der Check-in beginnt 2 Stunden vorher und endet 40 Minuten vor Abflug. Вылет heißt Abflug. Und das erinnert uns vielleicht an das Wort Выход. Выход hieß Ausgang. Ja, und der Präfix Вы wird benutzt, wenn eine Bewegung nach außen stattfindet. Also Выход oder Вылет. Und Выход kommt von Ходить und Вылет kommt von Лететь. Und in der Kombination До Вылета steht Вылет hier in welchem Fall? Genitiv. Вылет ist männlich. Und hat im Genitiv ein A am Ende. Richtig. Also, за 40 минут до вылета heißt 40 Minuten vor Abflug. Und was heißt за 2 часа до вылета? 2 Stunden vor Abflug. Ja. Und dann sagt sie, я хочу приехать в аэропорт пораньше. Пораньше heißt etwas früher. Also, was würde heißen, я хочу приехать в аэропорт пораньше? Ich will etwas früher zum Flughafen kommen. Ja, und warum will sie das? Чтобы получить хорошее место. Получить хорошее место. Hier kennen wir alle Wörter. Das heißt? Место hieß ja Platz oder Sitzplatz, also bekommen guten Platz. Ja, чтобы получить хорошее место. Чтобы heißt um zu.
Und danach kommt ein Verb im Infinitiv, weil es sich hier um dieselbe Person handelt. Sie kommt zum Flughafen und sie bekommt den Platz. Я хочу приехать в аэропорт пораньше, чтобы получить хорошее место. Ich will etwas früher zum Flughafen kommen, um einen guten Platz zu bekommen. Und dann sagt sie, я люблю сидеть у окна. Сидеть heißt sitzen. Сидеть. Ja. Окно heißt Fenster. Окно. Ja, mit zwei O's vorne und hinten. Окно. У окна heißt, was meinst du? Am Fenster. Am Fenster. Ich könnte dich fragen, где она любит сидеть? Wo sitzt sie gerne? Mhm, du sagst, Anna любит сидеть у окна. Да, она любит сидеть у окна. Sie mag es, am Fenster zu sitzen. Ja. Und jetzt hören wir noch das Ende vom Dialog. Желаю хорошо отдохнуть. Когда вернешься, обязательно позвони. Ah, genau, hier wünscht sie ja was. Ja, das ist richtig. Sie sagt, желаю хорошо отдохнуть. Отдохнуть heißt sich erholen oder ausruhen. Und wörtlich würde es heißen, ich wünsche gut erholen. Aber ins Deutsche würde man das übersetzen wahrscheinlich mit ich wünsche dir eine gute Erholung. Ja, oder erhole dich gut. Желаю хорошо отдохнуть. Das kann man übrigens sagen an eine Person, die man duzt oder auch an jemanden, den man sieht oder an mehrere. Einfach желаю хорошо отдохнуть. Und dann, когда вернешься, обязательно позвони. Вернешься kommt vom Verb вернуться. Und вернуться heißt zurückkommen oder wiederkommen. Das ist wieder ein vollendetes Verb. Und hier haben wir mal eine Zukunftsform. Wenn du zurückkommst, когда ты вернешься, но ты sagt man hier nicht, когда вернешься. Also, wenn du zurückkommst, обязательно hieß? Unbedingt. Ja. И позвони, das ist Imperativ von dem Verb позвонить und das Verb kennen wir? Anrufen. Ja, позвони. Обязательно позвони. Wenn du zurückkommst, rufe unbedingt an. Да. Обязательно позвони. So, jetzt wiederholen wir die neuen Wörter aus dieser Lektion. Das war eine ganze Menge. Und zum Schluss hört er nochmal den Dialog. Wir wiederholen die Verben zuerst, aber nur in der Grundform. Получить. Bekommen, erhalten. Волноваться. Sich Sorgen machen, aufgeregt sein. Заканчиваться. Enden, zu Ende sein. Начинаться. Beginnen, anfangen, losgehen. Опоздать. Zu spät kommen, sich verspäten, verpassen. Сидеть. Sitzen. Лететь oder летать транзитом через. Fliegen mit Umsteigen, per Transit über. Приехать. Ankommen. Und jetzt kommen andere Wörter. Visa. Visum. Reis. Flug. Прямой рейс. Direktflug. Самолет. Flugzeug. Регистрация. Check-in. Вылет. Abflug. Окно. Fenster. У окна. Am Fenster. Сразу. Sofort. Здорово. Super oder klasse. Надолго. Für lange. На неделю. Für eine Woche. Одна. Alleine. Für eine Frau. Немного. Ein wenig, ein bisschen. Главное. Das Wichtigste. Пораньше. Etwas früher, eher. Чтобы. Um, zu. Ja.
Jetzt war das eine ganze Menge in dieser Lektion. Wie gesagt, auf Einzelheiten gehen wir dann im nächsten Podcast ein. Den Dialog mit der Übersetzung und alle Wörter aus dieser Lektion gibt es natürlich wie immer auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts. Und wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören und verabschieden uns. Und danach hört ihr nochmal den Dialog. Also dann, до скорого. До свидания. Скоро я лечу в Сочи. Вчера я получила визу и сразу купила билеты. К сожалению, прямого рейса не было. Я лечу транзитом через Москву. Здорово. И надолго? На неделю. Я первый раз лечу одна и немного волнуюсь. Не волнуйся. Все будет хорошо. Главное, не забудь паспорт с визой, билеты и деньги. И не опоздай на самолет. Ты знаешь, когда заканчивается регистрация? Да, регистрация начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Я хочу приехать в аэропорт пораньше, чтобы получить хорошее место. Я люблю сидеть у окна. Желаю хорошо отдохнуть. Когда вернешься, обязательно позвони.